Wie gesagt, spielst du heute? Ich spiele heute den Pirate Warrior. What the fuck? What war das? Es ist einfach. Es ist einfach so 20 Schaden. Es sind einfach 20 Schaden. Meine Hand ist zu gut, als dass ich Prinz spielen könnte. Und der ist die stärkste Karte im Deck. Oh mein Gott. Dann greifst du, glaube ich, nicht an. Ich habe 3, 4, 5 Waffen, die mich punishen, aber Enzo First Mate ist unwahrscheinlich, dass es schlecht ist, so zu spielen. Und wenn er. Na, aber Lucky ist für Liesel gewesen. Ah, warum? Ich bin so blöd. Boah, ich spiel grad so schlecht. Ich bin unkonzentriert. Ich spiel immer Naga Corsair hier. Wieso wellplayt er mich hier jetzt? Ja, ich muss halt Naga Corsair spielen. Oh, ich bin so schlecht. Okay, ein bisschen Konzentration. Der Skill färbt schon ab, ja. What the fuck? Ich keine Ahnung, was ich mir. Also, natürlich spielt man Naga Corsair, tut den 1-2er rein, haut den mit der Waffe weg, gewinnt das Spiel. Man spielt Faustformel Charger nicht zuerst. Ich dachte, er kriegt den nicht weg, wenn ich trade, kriegt er natürlich weg. Macht gar keinen Sinn. Missplay. Oh, ich dachte, ich hätte angegriffen. Ich dachte, ich spiel den, greif an, spiel den. Und dann habe ich aber beide Karten rausgezogen, okay. Rascal on Curve? Warum? Da! Top Deck Maelstrom Portal into. Liesel hätte. Frage ist, ob man hier tradet. Ach, come on. Oh, nee. Mortal Strike. Haben wir schon raus. Oh, nein. Wir verlieren gegen ihn. Ja. Nein, nicht Gift. Come on, nicht Gift. Ach komm, oh Leute, ui. Uiuiui, heute kracht's ja wieder ordentlich hier. Okay, wir gewinnen trotzdem, aber Halleluja. Would you mind, Game? Would you please mind? Wie soll man denn Speedrun machen, wenn jeder Gegner einfach um alles rumspielt? Positive Vibes? Ja, ist jetzt nicht unbedingt negativ, aber ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, weil es halt. Keine Ahnung, was ich machen soll.
Ich spiel Priest. Nee, das Deck ist gut. Das Problem ist halt, das ist halt. Nice Top Deck. What the fuck? Das ist die einzige Card Draw Karte außer Coldlight Oracle, die er im Deck hat. Hat er gerade nicht wirklich gezogen, oder? Oh nee. Also noch schlimmer ist der Plan, eine Pizza mit Besteck zu essen. Guess what? Bisher bin ich drum rumgekommen. Kurz erschrocken. Doppelhafer. What the fuck? Er spielt noch ein Holy Smite? Er hat drei Holy Smites dieses Game gespielt? Ah, come on. Also, ja, na. Okay, es sind gerade ganz wieder. Okay, das. What the fuck? Oh, er topdeckt das. Echt, what the fuck? Oh, okay, Weapon. Okay. Ich bin gerade so dezent am Verzweifeln. Weil ich genau um die Sachen rumspiele, die er nicht hat, und genau in die Sachen reinspiele, die er hat. Are you kidding me? Jetzt verliere ich das noch, oder was? Ich bin gerade sehr, sehr traurig. Wie die. Also, die FH damals war okay. Ist bestimmt jetzt nicht die renommierteste wahrscheinlich, aber darauf habe ich damals nicht geachtet gehabt. Oder es war mir auch wurscht. Ist mir wahrscheinlich heute auch noch. Sollte ihn wegtrailen, oder? Weil gerade zwei Damage misst. Ich hab grad zwei Damage Mist, weil ich die Waffe erst weggetradet habe. Nein, der Käse umhüllt mein Gehirn. Es fängt an. I blame the cheese. Oh, da ist noch was übrig. Das passiert immer, wenn ich Pizza esse. Ein paar Fälle, wo wir jetzt schon tot sind. Aber ich muss den halt immer silenzen. Er hat nur einen Drain Soul noch, aber ich könnte 9 Schaden machen. Beziehungsweise ich könnte ihn halt auf 2 setzen.
Er ist halt 2 Damage off. Das heißt, jede AOE wäre dann unentschieden. So, wenn ich Hero Power, kann er uns mit dem AOE nicht töten, mit Hellfire oder so. Aber wenn er Taunt legt, wenn er noch einen Taunt legt, dann bin ich halt tot. Ich glaube, wir machen das so. Zur Not könnte man eigentlich auch den traden. Vielleicht den traden. Was ist, wenn er das plus 2 hat? Das hat er 11. Vielleicht. Ich glaube. Oh shit, muss man den traden. Das ist halt schwierig. Weil es halt wirklich stark darauf ankommt, was er auf der Hand hat. Und was er auch aus dem Dekade rausbekommen hat. Wenn er den Buff rausbekommen hat, dann ist es besser, es andersrum zu spielen, aber es ist halt unwahrscheinlich. Unentschieden. Ja. Wir verlieren keinen Stern und es kommt Niederlage, aber es ist halt quasi unentschieden.